Wir mal schön in der Zaun sind natürlich ab. Ja, willkommen, mein Name ist Daniel B. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. Ich wollte so einen schönen Marschsong hier darlegen, weil diese komischen Schleimviecher mich hier die ganze Zeit so auf Schritt und Tritt verfolgt haben und natürlich, wenn ich anfange, verschwinden sie. In der letzten Folge haben wir die, wie heißen die Ruine überhaupt, Überreste von Mechor betreten. Wir haben in der Gleffezenke noch so einen Miniboss erledigt. Wir haben zwei Entdeckungen gefunden. Einmal in der Cambria-Höhle und einmal in der irgendeiner anderen Ruine. Und jetzt sind wir weiter hier. Aber erkunden. Ich nehme an, da unten ist es schon gleich zu Ende. So gut wie. Ja. Da wartet das vielleicht letzte Miniboss-Viech. Also jetzt fehlt nur noch das hier, der Engel in diesem Mabinogio-Ruin oder so, und dieses Skelettmagier im Arondachwald. Monokel, oh. Sorry, mit einem Augenklappe und Monokel. Yes. Okay. Du, was bist du? Du bist aus wie ein, so ein Schleim, nur halt komisch. Was nehmen wir da? Hab so. Ach ja, verdammt. Nehmen wir das hier. Meine Bedenken. Du siehst aus, als wärst du ein Fisch gegen Feuer. Menschenfresser. Level 83. Du bist anfällig. Du bist gegen nichts anfällig, aber du bist nicht widerstandsfähig gegen. Was fehlt da? Wasser. So. Dingens. 12.000, okay. Menschenfresser, steht bestimmt auf süße Jungs. Nun ja, da wird wohl nicht mal Abwehr viel bringen. Ich würde mich sicherer fühlen, wenn er sich eher wie ein pflanzenfressendes Meeressäugetier verhalten würde, wie eine Seko oder so. Oh, den kriegen wir sowas von. Ich krieg die Mystic Art nicht hin, wenn ich krieg die von alleine nicht hin. Ich weiß nicht wieso. Komm. So, sehr gut. Ist das? Ich vielleicht am Ende einsetzen sollen, aber was soll's. So, den kriegen wir doch. So, nun setze ich noch ein Allesteil ein. Ich glaube, wir machen alle Mini-Bosse heute noch. Ich glaube, die Ruine habe ich auch halbwegs erkundet hier. Oh, Leilas Angriff, ne? Art Angriff, meine ich. Komm bloß nicht auf mich zu, ne, ne. Wesen funktioniert meine Strategie. War ja nicht vorhanden, ne? Alter. Wir können Risiko eingehen. Mach diesen Angriff nur nicht normal. Oh Gott, das kommt auf mich los. Nach 4000. Wenn er jetzt nicht irgendein super Angriff noch los ist, haben wir das. Jawohl. Eine normale Kugel. Fehlen nur noch zwei. Sehr gut. So. Da hat mir schon wieder Motivation gegeben. Und hier ist noch irgendwas, sehe ich gerade. Wasser. Und da ist noch eine Truhe. Om nom nom. Klebriges so. Pff, eine Goldtruhe halt, ne? In den beiden Truhen war bessere Sachen als in der Goldtruhe. So, jetzt fehlen gar nicht mehr so viele. Komm schon, die anderen beiden schaffen wir da auch noch, die restlichen beiden. Ja, und Klacks. Komm schon, komm schon.
Dann weiß ich nicht. Wenn man, glaube ich, den restlichen Part hier beschäftigt. Ich glaube aber hier habe ich noch nicht. Hier habe ich zum Beispiel noch nicht erkundet und da ist auch noch was. Sieht auch auffällig aus. Erstmal Erfolge speichern. Ich nehme an, wir schaffen die anderen beiden auch noch, wenn man alles Teile hier intelligent einsetzen. Ich meine, das Viech war schon ungefähr so auf meinem Level. Ich habe das weggehauen, als wäre nichts. Aber kommt auch darauf an, was für Gegner wir bekämpfen. Wenn das so ein langsames Vieh ist, dann können wir das nur Nahkampfangriff einsetzen. Dann können wir schön vom Weiten einfach nur das wegpusten. Wenn allerdings wieder so ein Magierviech ist, was dieser Hexen, dieses Skelettmagier ja ist, dann gibt's wieder Probleme, ne? So ein Dreck. Ach, hier war ich auch noch nicht. Wap. Melonengummi. Protonenstrahl. So. Kräuter. Norman. Okay. Aqua. Wasserangriffskraft, Mikleo. Ich bin da unter, ja. Wasserangriffskraft, Bams. Langsam, aber sicher haben wir nebenquestmäßig schon voll viel erledigt. Jo, es gibt noch ein paar optionale Sachen, die man machen kann, ne? Ich meine, damit ist man zwar auch schon lange beschäftigt, aber war ja nicht bald, ist das auch erledigt. Muss mal gucken, wie viel Normals ich habe. 50 Gips, ich hab's irgendwie letztes Mal, als ich gecheckt habe, ne. Ne. F this shit, I'm out. Ich habe jetzt ein AP dazu bekommen, nee, ne? Ich hoffe, irgendwas gespart. Dafür müsste ich ein Level up haben. Habe ich auch kurz davor. Noch so ein Golem, der wäre jetzt gut. So ein Mimic Golem oder Mimic Titan, ich weiß nicht mehr. Irgendwie so was. Ah! Geht weg. Der Schomas, ja. Schomas heißt doch irgendwie so Dämon oder irgendwie so was, ne? Oder Monster. Oh, hallo. Weißt du, ich stehe so schon davor. Oh mein Gott, was ist das? Zurückgelassene Kaufmannswaren. Im Helion-Versteck. Wieso eklig? Er war irgendwie mehr Text, als er gesagt hat. Ja, plötzlich sehe ich die Schleim aus Dragon Quest aus einem vollkommen anderen Licht. So, jetzt haben wir aber 30. Mal nehmen wir einen. Viermal nach einer rasches Ausweichen, ohne Schaden zu nehmen. Verringert sich die für mich oder voll. Nehmen wir das, auch wenn ich nie dazu komme, wahrscheinlich. Das sind immer so kryptische Sachen, die man machen muss, um die zu aktivieren. Ah, oh, hier haben wir noch nicht. Aber nicht, dass irgendwas neu hier ist. Meine Entdeckung haben wir schon. Norman. Können jetzt eigentlich nur noch random Schatzruhen sein. Ein Kräuter oder sowas.
Denn da. Ja, tun, sag ich doch. Alles Teiler. Kommt eindeutig zu viel von denen. Welchen Spiel habe ich hier nochmal häufiger gebraucht? Ich glaube, Symphonia? Nee, oder Xillia 2, weiß ich jetzt nicht. Irgendwann habe ich die noch öfter benutzt als in dem Spiel. Was soll's? Sagt für, ich werde hier noch oft welche benutzen. Gucken, wie stark die Gegner werden. So, jetzt wird hier noch dieses ein Gebiet. Da war ich, glaube ich, noch nicht. Ein Eingang. Weil das ist so ätzend, wenn du ausgerechnet in ein Gebiet rumläufst, wo du jetzt nicht flinke Füße hast. Diese Schutzseraphenfähigkeit. Weil in jedem anderen Gebiet kann ich schon durch die Gegend düsen, als wäre nix. Nur hier bin ich voll langsam. Meine Gegner sind zum Glück auch nicht so schnell, aber trotzdem. Einfach um die Zeit zu verringern. Ja, hier war ich, glaube ich, noch nicht, ne? Da müsste ich eigentlich in die Sackgasse kommen. Ja, okay, dann haben wir alles hier. Was ist hier? Nix, zwei Truhen. Bäh. Oder, ja, zwei. Ich würde sagen, wenn da eine ist, dann ist auf der anderen Seite auch was. Leider keinen von diesen Giganten. Okay. Dann raus hier. Hier ist der Ausgang, oder? Gut, versuchen wir uns an die letzten beiden Mini-Bosse. Nee, Quatsch, gehen wir erstmal zu Dingens. Zu Shino und John. John und Shino. Weil die habe ich gefunden. Ich habe noch nicht geguckt, ob die jetzt sind, aber ich nehme mal sehr stark an. Die jetzt sind oder trägt mich so auf, wo die sich befinden. Das war so typisch. Ihr wisst aber, wo das Versteck ist von den Sperlingsfedern. Und ja, da sind sie. Hier, ne, ja. Wollen wir uns mal umsonst hier hochheilen? Wo ich glaube, ich hochgeheilt bin, ne? Ja, bin ich. Verdammt. So, man könnte meinen, die wären irgendwo hier drin, ne? Guck mal, wie schnell wir hier laufen, ne? Geil. So, und jetzt darf da dreimal raten, wo die sind. Genau am Eingang hier. Ja, die regt mich so auf. Ja. Wo sind halt die Kinder? Ich weiß jetzt gar nicht, wer John und Shino überhaupt sind. Ach Mann. Hab da gut gemacht. Boah. Jedes Mal, wenn der Typ in der Nähe ist, sterben wir. Ich habe das Gefühl. そうだったけどね。風の骨は仇を討った。そいつの願いも叶ったんじゃねえの。うん。私たちはけじめをつけただけ。あんなのは本当の救いになんてならないよ。ロゼ。だったらなぜ？今回のこととかさ、今の世の中、ひどいことって多いでしょ。それが当たり前にならないように、せめて自分たちのできることをやろうって。そう決めたのが風の骨なのですね。うん。
Guckt euch die Perspektiven mal an. Ich weiß, ich wiederhole mich und das geht wahrscheinlich schon allen auf den Nerven, aber das regt mich so auf. Man sieht nichts von der Mimik der Charakteren. Wahrscheinlich, weil gar keine vorhanden ist. Deswegen tun sie ja vom Weiten die ganzen Cutscenes machen. Okay. Die Sperlingsfeder, Mädchen. Ha. Alle nur am Leveln ihre Dinger. Angriff plus 20. Ohne warum er so einen riesigen Angriff hat. Guck dir an. Ich darauf achten sollen. So, lass mich raten. Ich habe so ein Gefühl, was ich bekommen habe. Oh, das Kostümchen. Auch schon lange her. Gewandt, das Rose als Händlerin trug. Konzipiert, um Kunden anzulocken. Auch schon lange her. So. Okay. Jetzt mal ganz ehrlich, boah, SK, ne? Irgendwie kommt mir halt so vor, dass jedes Mal, wenn du anwesend bist, irgendjemand stirbt. Diesel, was war das zweite Mal noch? Bei euch ist nur Tod und Zerstörung in der Nähe. Ah, gibt's im Speicherpunkt einen Skit vielleicht? Wo ich gehe mal da rein, da kann ich mich umsonst heilen. Gasthäuser habe ich auch schon alle hochgelevelt, bis auf Cuts Corner. Und ja. Ich habe schon fast das Verlangen, Cuts Corner nochmal zu versuchen. Okay. Jetzt erstmal, vergleicht mal die Cutscenes. Diese Cutscenes hier mit Tales of Xillia, Graces F und so. Was Graces F hatte, war, dass die Charaktere immer so wenig, weil ich wiederkehrende Animationen hatten während den Cutscenes. Weil ich, Malek hat immer seine Arme verschränkt oder so. Und weiß nicht. War, kam mir irgendwie so wiederholt vor. Aber trotzdem hatten die da mehr Mimik. Vergleich mal diese Cutscenes hier mit den Cutscenes von den ganzen anderen Spielen. Das stört einen richtig. Ich weiß, ich tue da auf jedes Mal rummachen, aber ist auch wirklich nervig gemacht. Hier. Ich sehe nichts von dem Mimik der Charaktere. Ich sehe immer nur die Cutscenes vom Weiten. Weiß ich, das sieht nicht gut aus. Das sollten die bisher nicht als Trend machen. Die, natürlich sind hier so richtige gerenderte Cutscenes natürlich sehr gut. Hier, weil die ganze, als sie mit, weiß nicht, wenn irgendwas Story-Relevantes passiert, dann ist halt immer alles perfekt. Also in Nebenquests haben sie irgendwie nix ja mühemäßig reingeballert, habe ich so ein Gefühl. So. Und meinen täglichen Rant darüber abgelassen. Und jetzt versuchen wir dich. Den Engel werden wir in diesem Part wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Arcana-Trank. So. Artverteidigung. Haben wir dafür was? Sieht schon so aus, als würde er mich mit Zauber bombardieren. Ich habe schon gegen den versucht, ja, ne? 87. Der hat nur 20.000 AP. Das ging alles widerstandsfähig. Ey. Warte mal sehen. 6.000, was? Ich krieg heute noch down, das sag ich dir. Er hat nicht viel AP, der hat wirklich nicht viel AP. Vor allem der will sich mal wegteleportieren und verschwindet dadurch irgendwie im Angriff. Ich hab so ein Gefühl. Wow.
Kann er überhaupt einmal zum Angriff heute? Ja, ja klar, wir haben HP verloren, also nehme ich mal an. Oh nein! Mach schon weg! Nein! Nein! Leck mich! Rose, du musst es im allerletzten Moment nochmal verrecken, ey. Das geht mir so auf den Nerven. Ich musste in keinem Tales of Spiel so oft den Babysitter spielen wie in diesen. Die Charaktere schaffen es nicht, am Leben zu bleiben. Das gibt's einfach nicht. Da hat jemand viel SA, du. Ich kann eine Mystikart raushauen, wenn es geht. Jetzt mal ganz ehrlich, ey. So oft wie ich hier, boah, wie ich auf meinen Charakter aufpassen muss. Meine anderen Charakteren, ne? So oft muss ich noch nie auf meine Charaktere aufpassen, wie in diesem Spiel. Also die Frecken rauf und runter. So. Oh. Du bist gegen Schlagauern nicht anfällig. Also was hier? Hab keine Lust auf den. Boah, oh mein Gott, ehrlich. Oh. Das ist der schlechteste Zeitpunkt. Gerade habe ich den so leicht erledigt, ne? Was ist hier passiert? Oh. Also vorhin kam der kein einziges Mal zum Angriff, ne? Jetzt macht er mich fertig. Da verstehe ich manchmal nicht an dem Spiel. Genau wie mit den Aragami hier von God Eater. Also als ich hier aufgenommen habe, wurde ich nur in den Hintern getreten, dann kaum tue ich den ersten Kampf machen, mache ich die alle fertig. Als wäre nix. Das gibt's doch einfach nicht. Ja, versuchen wir nochmal die Kombi wieder. Das ist doch lächerlich hier. Also wenn ich den jetzt nicht schaffe, dann mache ich den Offscreen nochmal auf einen Schwierigkeitsgrad niedriger oder so. Weil ich habe den besiegt. Waren zwar nicht alle am Leben, aber ich habe ihn besiegt und das ist etwas zählt. Oh. Das gleich wie bei Volt aus Tales of Xillia 2. Der einzige Boss, den ich in dem Spiel... Gehst du mal weg da? Oh. Volt, der einzige Boss aus Tales of Xillia 2, den ich nicht besiegen konnte auf dem schweren Schwierigkeitsgrad. Obwohl, ich habe ihn besiegt. Allerdings war nur Elise am Leben. Da habe ich den Kampf nochmal gemacht, auf einen niedrigeren Schwierigkeitsgrad. Aber ich habe ihn besiegt auf schwer und das ist das, was zählt. So. So, jetzt komm her. Stell dich jetzt nicht so an. Boah, das gibt's doch einfach nicht. Da ich dachte, dauernd auf meine Charaktere aufpassen. Ja, super. Au! Aber schon, so stark ist er nicht. Das war halt meine... Ja, jetzt geht er wieder. Ja, genau das meine ich. Kann man denn nur so oft verrecken? Ja,
Der Befehl gegeben. So, danke. Rose? Ehrlich? Wenn du jetzt noch... Ja, jetzt schaffen wir, glaube ich, nicht. Rose, hör auf zu weigen! Oh mein Gott! Mikkel! Warum hat er den denn nicht wiederbelebt? Die meine ich. Boah. Scheiß drauf. Haben den schon zweimal auf den Schwierigkeitsgrad besiegt. Ich lade den Schwierigkeitsgrad nochmal. Mach den halt auf einen niedrigen Schwierigkeitsgrad. Damit alle überleben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Systeria. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sag tschüss. Bis zur nächsten Folge.